Ja, herzlich willkommen, liebe Gamers, Global User. Wir machen hier heute die Tiefenanalyse auf seriöseste Art des Trailers zu GTA 6 oder GTA 6 oder GTA 6 oder oder wie auch immer. Grand Theft Auto VI. Also, wir wollen jetzt nicht wie 100 andere Websites und YouTube-Kanäle da ein Reaction-Video machen und ausflippen. Wir analysieren das völlig emotionslos. Journalismus am Maximum. Bist du bereit? Kann ich das sein? Oh, sieht das geil aus. Oh, wo ist meine Sonnenbrille? Stacheldraht. Oh, au, oh, eine weibliche, eine Häftlingsdame. Und Patina. Oh, Miami Vice Vibes. Das ist Vice. Das ist Vice City. Wow. Und das ist von Rockstar. Oh, das blendet mich. Oh, ein Airboat. Flamingos wie in Miami Vice. Und Boote. Und fette Leute. Und gab's vorher schon Nacht? Und bunte. Und Nachtclub. Und oh, Dudes. Gangs. Und Gangs. Und oh, das sieht doch echt schön aus. Verbrechen? Seit wann? Oh, man fliegt wieder. Oh, Bikini-Mädels. Ja! Yeah! Nice City! Oh, und Social Media. Und Alligatoren im Swimmingpool. Und wackelt der Hintern. Ich werde wahnsinnig drifting. Social Media. Alligator im Laden. Bodycams. Ein Vetter, der an einer Tankstelle wegrennt. RIP. Ein Nackter, der sein Schlammplätschen. Und eine Karen, yes! Die Hammer-Oma. Und Polizei. Oh. Und ein Pärchen. Und eine Zweiräder. Biker-Zweirad-Versammlung. Ja, ein Pärchen. Wir spielen ein Pärchen. Und wir beide? Und geile, das hat ja Cyberpunk-Niveau. Wenn das Spielgrafik ist, geile Mimiken. Und wunderschöne Farben am Logo. Also, und 2025 kommt's. Ja, und in der Pressemitteilung kann ich schon sagen, stand nur PS5 und Xbox Series S und X. Müssen die PC-Menschen erstmal wieder warten. Frech. Ja. Nein, aber ernsthaft, also sieht geil aus, klar. Es geht zurück zu Vice City. Und es hat sich, wir haben uns das vorher extra nochmal angeguckt, es hat sich, also grafisch, wenn das jetzt nicht geschönt war, da war ja kein Disclaimer. Und ich glaube, bei sowas Work in progress. Disclaimer gesetzt. Ja. Also das ist ein echter Sprung von GTA 5, das muss man sagen. Ja, auch wo sie an diesem Fenster steht und zum Gefängnis rausschaut, das Licht in ihren Haaren und so und einfach die Massen an NPCs, die sie einem da quasi visuell versprechen, wow. Ja, also das sind die beiden Dinge tatsächlich gar nicht so sehr, dass die Stadt jetzt höher aufgelöst ist und man da tollere Nachtszenen hat, das erwarte ich. Mm. Aber die Masse an Passanten und auch die Qualität von der Mimik hat mich in diesem 90-Sekunden-Trailer, den ich jetzt nicht das allererste Mal gesehen habe, um ehrlich zu sein, hat mich am meisten begeistert. Insoweit warten wir mal auf 2025. Ja, warten wir mal auf den nächsten Trailer, wo es dann vielleicht um den Kerl auch mehr geht. Ja. Mal schauen. Aber ich freue mich, dass es zurückgeht nach Vice City. Das war aufgrund der Musik und das klang ein bisschen an, wobei es jetzt offensichtlich nicht mehr 80er Jahre ist. Sieht man den ganzen Social Media. Ja. Das ist Vice City 30 Jahre später offensichtlich oder 40 Jahre später. Aber Vice City war mit mein Lieblings GTA. Und das habe ich ja vor 2 Jahren, haben wir uns das ja hier in der HD-Remaster-Fassung angeschaut. Ja. Das war nicht gut gealtert. Und auch das lässt mich zusätzlich mich freuen. Das ist die Freude besonders auf groß. Auf GTA 6. Ja, Vice City ist auch das Einzige, was ich wirklich ganz bis zum Ende gespielt habe. Ja, trotz des Helikopter. da war ich noch jung und hatte zu viel Zeit. Genau. Ja, soweit zu unserer äußerst seriösen und sich von allen anderen Reaction-Videos im weltweiten Internet komplett unterscheidenden Kurzeinschätzungsvideo. Bye, bye. Ciao.